John, für eure Beiträge heute. Noch einmal ganz kurz ein paar Infos zum aktuellen Stand, wie es gerade um Julien steht oder was da gerade los ist. Jetzt geht's, glaube ich. Also nochmal schnell ein paar kurze Infos zu dem, was jetzt gerade ansteht bei Julien. Es gab jetzt in der letzten Woche eine Anhörung, wo wir alle gedacht haben, das war jetzt dann der Tag der Entscheidung. Also es ging darum, ob Julien Berufung einlegen kann und darf gegen seine Auslieferung oder nicht. Und entgegen vieler anderslautender Medienberichte hat Julien da überhaupt nichts gewonnen. Die Richter haben mal wieder, wie sie das seit Jahren tun, dieses Verfahren vertagt. Die amerikanischen Ankläger haben bei den Anhörungen am 20. und 21. Februar sehr, sehr deutlich den Richtern gegenüber erklärt, auf die Frage, ob Julien die Todesstrafe blühen könnte in den USA, dass das durchaus möglich ist. Und anstatt, dass diese Richter jetzt die Berufung für Julien ermöglichen, sodass er sich gegen diese Auslieferung wehren kann, haben sie den Amis jetzt bis zum 16. April Zeit gegeben, dass sie diplomatische Sicherheiten liefern können, dass Julien eben nicht auf den elektrischen Stuhl kommt und dass man ihn menschenwürdig behandelt. Er wird seit 13 Jahren nicht menschenwürdig behandelt. Er wird seit 13 Jahren gefoltert, gequält, beleidigt, verfolgt. Er wird all seiner Menschenrechte beraubt und diese sogenannten diplomatischen Versicherungen, die vielleicht dann in der nächsten Woche irgendwann ankommen, sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Wenn die Amis dann diese Versicherung geben sollten, wird es am 20. Mai eine erneute Anhörung in London geben, wo die Richter dann final entscheiden, ob Julien gegen seine Auslieferung Berufung einlegen darf oder nicht. Und sollten die das ablehnen, dann bleibt Julien nur noch der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist aber wirklich eine Frage von ein paar Stunden, weil dann muss der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte innerhalb weniger Stunden eine einstweilige Verfügung erlassen, um die Auslieferung zu stoppen und sich selbst den Fall anzugucken. Das, was hier passiert, ist Strafe durch Prozess. Und das, was die Amerikaner wollen, ist, dass Julien oder sich das Problem Assange ganz einfach erledigt, indem er auch nicht mehr aus Belmarsh ausgeliefert werden muss, sondern indem er ganz einfach stirbt. Und es geht ihm im Moment wirklich so schlecht. Er hat einen Rippenbruch, dass er an seiner Verhandlung im Februar nicht teilnehmen konnte, dass es wirklich um jeden einzelnen Tag geht. Und seine Frau Stella hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Bewegung der Massen. Und ich kann nur alle aufrufen, sich wirklich hinter Julien zu stellen, egal aus welcher politischen Richtung ihr kommt. Es geht hier um eure aller Freiheit. Und als Künstlerin weiß ich sehr genau, wenn Julien ausgeliefert wird, dann ist das vorbei mit der Kunstfreiheit. Dann kann ich als Künstlerin nicht mehr malen oder installieren, was ich möchte, weil es gibt keine freie Rede mehr. Julien steht für uns alle und für die freie Rede. Und das sollte jedem hier bewusst sein. Dass ohne einen freien Assange gibt es auch keine freie Gesellschaft mehr, nirgendwo auf der Welt. Und ich hoffe, dass ihr alle wirklich euch hinter ihn stellt, dass ihr Mahnwachen veranstaltet, Demonstrationen veranstaltet und wirklich euch für Julien einsetzt. Es geht bei ihm ganz ernsthaft um Leben und Tod. Und das ist die Situation, wie sie im Moment ist. Und gerade in den nächsten Wochen sollten ganz, ganz laute Stimmen erfolgen für ihn. Und wir werden das machen. Wir werden weiterhin in Leipzig und wir werden bestimmt auch hier wieder nach Dessau kommen und werden wirklich für Julien dastehen, bis er endlich frei ist bei seiner Frau. Und bei seinen beiden Kindern. Das ist nämlich hart zu ertragen, wenn man weiß, dass Stella in der letzten Woche wieder aus dem Gerichtssaal rausgekommen ist und mit Tränen in erdrückender Stimme sagen musste, dass es wieder irgendwie nichts geworden ist. Und dann muss sie nach Hause gehen und muss ihren beiden kleinen Söhnen, Juliens beiden kleinen Söhnen, wieder erklären, Papa kommt heute Abend nicht nach Hause. Papa war noch nie zu Hause. Und deshalb hoffe ich, dass ihr alle beim nächsten Mal auch hier wieder seid, wenn wir in Dessau sind oder auch nach Leipzig kommt. Oder dass ihr eben auch selbst was veranstaltet. Vielen, vielen Dank für alle, die sich hinter Julien stellen.